Herr Reichle, herzlich willkommen. Hallo, Herr Bürger. Schön, dass Sie bei uns sind. Erstmal nochmal herzlich willkommen. Ja. Wässerchen steht hier für Sie vorbereitet. Wunderbar. Haben Sie noch Bargeld? Ich habe noch Bargeld immer bei mir als eine Art Notkasse, aber in der Regel bezahle ich nicht mit Bargeld. Ist das so ein Trend, dass immer weniger in Bargeld bezahlt wird? Seit Corona vielleicht sogar? Absolut, das können wir beobachten. Die Bundesbank führt regelmäßig eine Zahlungsverhaltensstudie durch. Und die Zahlen für das Jahr 2021, also für letztes Jahr, haben klar einen Trend des abnehmenden Bargeldverwendung gezeigt. Also ich würde ja jetzt gerne hier rumlaufen und jeden Einzelnen fragen, wie zahlen Sie? Aber da wären wir ein bisschen lang unterwegs. Deswegen frage ich Sie mal allgemein, wie entwickelt sich der Trend denn? Weg vom Bargeld hin zum, womit zahlen die Leute an der Kasse? Die Leute bezahlen vor allen Dingen mit Karte. Insbesondere mit der Debitkarte oder Bankkundenkarte, der Girokarte, die wir alle ganz überwiegend ja haben. Der Trend geht aber natürlich auch hin zum Internetbezahlverfahren, Stichwort PayPal oder anderen Alternativen, aber es ist schon überwiegend PayPal. An der Kasse auch? An der Kasse natürlich nicht. Also man muss immer unterscheiden, worüber reden wir. Reden wir über das Bezahlen an der Ladenkasse. Hier sind es natürlich vor allen Dingen dann die Kartenbezahlverfahren, aber natürlich auch das Bezahlen mit dem Handy spielt auch zunehmend eine Rolle. Gleichzeitig geht es aber natürlich beim Bezahlen auch darum, nicht nur an der Ladenkasse zu bezahlen, sondern auch im Internet. Das ist ja immer wichtiger geworden. Im Internet sind natürlich die Bezahlverfahren wichtig. Hier sehen wir eine deutliche Zunahme des Bezahlverfahrens per PayPal zum Beispiel. Das geht zulasten des Bezahlens auf Rechnung. Deutsche haben in der Vergangenheit häufig die Möglichkeit genutzt, Nacherhalt der Ware auf Rechnung bezahlen zu können. Das nimmt deutlich ab, das können wir beobachten. Und die Kreditkartennutzung nimmt natürlich auch zu. Das beobachten wir auch. Bei den Bezahlverfahren im Internet, ja. Dass das Zahlen, Herr Reichle, auf Rechnung abnimmt, verwundert mich persönlich ein bisschen. Denn ich plaudere mal so ein bisschen aus der eigenen Erlebniswelt. Wenn ich etwas im Internet bestelle, dann habe ich ja zwei Möglichkeiten. Ich bezahle es sofort, sehe im Zweifel, oh, die Ware ist Mist und schicke sie zurück und muss dann das Geld zurückbekommen. Ja. Das kann ich ja umgehen, indem ich auf Rechnung kaufe. Das heißt, ich bekomme es, ich sehe, es ist Mist, schicke es zurück, dann habe ich nie einen Cent dafür ausgegeben. Ist doch eigentlich vorteilhafter. Aus Kundensicht schon, aber die Anbieter bieten diese Methode auch deutlich weniger an mittlerweile. Und von daher gesehen ist auch die Bequemlichkeit des Bezahlens spielt natürlich auch eine Rolle. Und einfach anzuklicken, ich bezahle jetzt per PayPal oder per anderen Verfahren, die es ja auch gibt, ist natürlich einfacher, die Zahlung ist erledigt und von daher gesehen, was das Vertrauen angeht, dann gibt es zunehmend ja auch die Möglichkeit des Käuferschutzes und so weiter, da sind ja Mechanismen eingezogen, was das Bezahlen oder was den Warenaustausch im Internet angeht, das dazu führt, dass das Vertrauen hier sozusagen nicht zu gering ist, was das angeht. Wie hat denn unser Zahlungsverhalten allgemein sich verändert seit Corona und durch Corona? Genau. Ich sagte es ja schon, die Bargeldnutzung geht zurück. Mittlerweile werden nur noch knapp 60% der Zahlungen in Bar getätigt. Es waren vor 4 Jahren, bei der letzten Zahlungsverhaltensstudie 2017, waren es noch 72% der einzelnen Zahlungen, also der einzelnen Transaktion. Wenn man sich das Volumen anschaut, also den Umsatz, dann ist der Rückgang ähnlich groß und der Anteil des Bargelds liegt hier nur bei 36%. Das bedeutet eben, dass vor allem kleine Zahlungen immer mit Bargeld noch bezahlt werden. Es ist ja unfassbar, wie sich die Bezahlmöglichkeiten in den letzten 20 Jahren verändert haben. Ich kann mich daran erinnern, Sie wahrscheinlich auch, wenn wir ins Ausland gefahren sind, da haben wir noch Reisechecks mitgenommen, EC-Schecks, maximal 400 Mark, hinten noch unterschreiben, 2 Striche drauf und so weiter. Seitdem ist ja so viel passiert. PayPal haben wir eben angesprochen, Apple Pay gibt es. Ja. Es gibt in China, das muss ich mir mal auf, FacePay.
Wird in Moskau inzwischen genutzt, wenn Sie mit der U-Bahn fahren wollen. Das ist eine App, die dann im Grunde Ihr Gesicht erkennt. Deswegen die Frage an Sie, was kommt da alles auf uns zu? Ja, die Technologie schreitet immer weiter voran und am Ende geht es vor allen Dingen darum, den Nutzern geht es häufig darum, bequem zahlen zu können. Das ist das Entscheidende. Sie wollen natürlich auch sicher bezahlen, aber sie wollen auch bequem bezahlen. Ob jetzt eine Innovation wie FacePay in Deutschland in dem Maße genutzt wird, wie es vielleicht in China der Fall ist oder jetzt in Russland, das muss man abwarten. Da habe ich persönlich meine Zweifel, denn gerade hier bei uns ist sozusagen Datenschutz und Datensicherheit oder wer verfügt über meine Daten und was gibt es Sensibleres als die Gesichtserkennung, ja, da muss man schauen, da habe ich meine Zweifel, dass das in dem Umfang dann sozusagen hier genutzt wird. Aber klar ist natürlich, dass die Innovationen zunehmen und damit auch das Spektrum an Möglichkeiten. Ich glaube, viele Datenschützer drehen durch und wachen nachts schweißgebadet auf, wenn sie denken, FacePay kommt morgen auch bei uns zu ähnlichen Konditionen, wie das vielleicht in China oder in Russland ist. Ein anderes Thema, Echtzeitzahlungen im Eurosystem seit 5 Jahren verfügbar. Ja. Wann ist das denn Normalität? Und was wären da mögliche Erfolgsfaktoren? Genau, also grundsätzlich gibt es die Möglichkeit für Echtzeitzahlungen. Und Echtzeitzahlungen sind Zahlungen, bei denen die Zahlung innerhalb von 10 Sekunden durchgeführt ist. Also 10 Sekunden, das ist ein Bruchteil der Zeit, die wir hier stehen sozusagen. So schnell wie ein E-Mail. Das ist zack, zack. Ja, gibt es seit 2017. Mittlerweile müssen auch alle Kreditinstitute echtzeitzahlungsfähig sein. Das heißt, sie müssen angesprochen werden können mit einer sogenannten Echtzeitzahlung. Sie müssen das selber noch nicht zwingend anbieten ihren Kunden, aber sie müssen zumindest adressierbar sein. Und das ist eine ganz wichtige Entwicklung im Zahlungsverkehr. Und sowohl die Europäische Kommission als auch das Eurosystem sehen diese Echtzeitzahlung als den neuen Standard im Zahlungsverkehr in Europa oder im Euroraum. Ja. Herr Reischl, jetzt aber mal die Frage, was habe ich denn als Kunde davon, wenn ich in Echtzeit bezahle? Wenn das Geld von meinem Konto weg ist, ist es ja ewig. Ob das jetzt derjenige, der es bekommen soll, in 10 Sekunden oder übermorgen bekommt, das könnte mir ja fast egal sein. Würde der eine oder andere sagen. Ich natürlich nie. Genau. Allerdings eröffnet natürlich das Bezahlen in Echtzeit auch ganz neue Möglichkeiten. Sie können, Ökonomen würden es ein Zug-um-Zug-Geschäft ermöglichen. Ja, also Beispiel, denken Sie an den Gebrauchtwagenkauf. Häufig wurde er in Bargeld durchgeführt, damit der Verkäufer auch sozusagen direkt den Geldgegenwert hat, wenn er Ihnen den Schlüssel und die Zulassung in die Hand drückt. Das kann man heute dann sozusagen per Echtzeitzahlung machen. Aber Echtzeitzahlung ist auch als Technologie eine Grundvoraussetzung dafür, dass viele Innovationen in Geschäftsleben erst möglich sind. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, direkt Leistungen in Anspruch nehmen zu wollen, eine Versicherung abzuschließen, die sofort gültig sein soll und nicht erst warten, bis dann die Versicherungsprämie direkt bezahlt ist, das kann schon in einzelnen Lebenssituationen durchaus von Vorteil sein. Aber da könnte ich mir auch PayPal nehmen. Da können Sie im Grunde auch PayPal nehmen, wobei auch PayPal natürlich immer am Ende auf den Zahlungsverkehr, der besteht, zurückgreift. Und wir wissen nicht, welches wirtschaftliche, politische Verhältnis mehr mal irgendwann zu wem auch immer, wo PayPal gerade herkommt. Also, genau, das ist eine grundsätzliche andere Dimension, die Sie hier jetzt ansprechen. Wir sind im Zahlungsverkehr häufig sehr stark von ausländischen Anbietern abhängig. Das ist ein Fakt, das ist PayPal auf der einen Seite, das sind natürlich die Kreditkartenanbieter Mastercard und Visa auf der anderen Seite. Also von daher gesehen ist das eine zusätzliche Dimension, die hier ins Spiel kommt und die, glaube ich, bei den Überlegungen zum digitalen Euro dann noch wichtiger sind.